Ausbruch der Finanzkrise. Schon seit einiger Zeit zuvor stoßen wir auf ein äußerst merkwürdiges Phänomen. Da ist die Entwicklung der Europäischen Union ein Erfolgskapitel ohnegleichen in der Geschichte unseres Kontinents. In mittlerweile 16 Jahrzehnten ist sie uns Deutschen, aber auch unseren Nachbarn Garant für Frieden, Freiheit, aber auch Wohlstand. Eine ähnlich lange Periode der Stabilität und des friedlichen Wachstums hat es in Europa seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben. Die Erfolgsbilanz Europas ist also im Ganzen gesehen geradezu singulär und das auch und gerade aus deutscher Sicht. Und doch, und das ist im Grunde das eingangs erwähnte Merkwürdige daran, fehlt es an jeder Euphorie. Jenseits von Sonntags- und Festreden sowie euphorischen Reaktionen auf eine Friedensnobelpreisverleihung ist vom europäischen Enthusiasmus wenig zu spüren. Stattdessen, meine Damen und Herren, stattdessen muss sich die europäische Idee einer bestenfalls müden Gleichgültigkeit, ja sogar einer zunehmenden Skepsis, wenn nicht gar Feindschaft, erwähnen. Grund für diese Entfremdung ist, abgesehen von der aktuellen Schuldenkrise, unter anderem die Art und Weise, wie Europa präsentiert wird und wie es sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten präsentiert hat. Meine Damen und Herren, hinter dem Schlagwort Brüssel verbirgt sich für viele, nicht nur in Deutschland, sondern in den anderen europäischen Staaten auch, verbirgt sich für viele der anonyme Moloch einer bürgerfernen europäischen Zentralgewalt, die gewissermaßen am grünen Tisch und fernab der tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort mit Quoten festlegt, Naturschutzgebiete ausweist, Industrienormen bestimmt und eben neuerdings über immer neue Haftungssummen in mehrstelliger Milliardenhöhe verfügt. Es ist, um es kurz zu sagen, in den Augen vieler das Gesicht eines von oben verordneten, abgehobenen Europas. Die Organe der Europäischen Union haben sich in der Vergangenheit, das wird man ganz klar sagen müssen, zu oft als Motoren immer neuer Erweiterungen bei immer tieferer Integration gefallen, haben zu ausgiebig von ihrer Kompetenz Gebrauch gemacht, haben zu oft die regionalen und nationalen Besonderheiten und Befindlichkeiten aus den Augen verloren, haben das Subsidiaritätsprinzip nie ernst genommen, obwohl es in den Verträgen ausdrücklich fixiert war. Dadurch hat sich eben der Eindruck der Abgehobenheit des europäischen Führungspersonals verfestigt. Es hat sich das Bild einer politischen Klasse ausgeprägt, die Europa gewissermaßen am Reißbrett gestaltet und die die Rückanbindung zur Basis, also zur Bevölkerung der europäischen Staaten, weitestgehend verloren hat. Ein Teilschritt, das muss man nun fairerweise sagen, an diesem fatalen Eindruck tragen sicherlich auch diejenigen nationalen Politiker, die oftmals mit einer Art Unschuldsmiene auf vermeintliche Brüsseler Vorgaben verweisen, um sich oder um die Verantwortung für unpopuläre Maßnahmen von sich zu schieben. Dass die Beschlüsse in Brüssel zuvor auch mit den eigenen Stimmen gefasst wurden, ja, dass manchmal geradezu absichtlich über die europäische Bande gespielt wurde, um unliebsamen heimischen Diskussionen in Fraktionen oder in Parteigliederungen zu entgehen, fällt dabei oft unter den Tisch. Einige der in den nationalen Hauptstädten in den vergangenen Jahren immer wieder vergossenen Tränen, meine Damen und Herren, über angebliche Kompetenzanmaßungen und Fehlentscheidungen Brüssels sind daher nichts anderes als Krokodilstränen. Der schwarze Peter wird in diesen Angelegenheiten oft zu Unrecht nach Brüssel oder auf Luxemburg, Europäischen Gerichtshof, geschoben. In Wahrheit gehört er etwa nach Berlin, nach Rom oder Paris oder wir können auch andere Hauptstädte. Meine Damen und Herren, es gibt im Grunde nur eine Möglichkeit, die Kluft zwischen der Bevölkerung der europäischen Staaten und der Union und ihren Institutionen dauerhaft zu schließen.
Diese, also die Union, muss sich in ihrem Selbstverständnis ändern und wieder mehr auf den Einzelnen, also auf die Unionsbürger sowie auf die Staatsbürger der Mitgliedstaaten sich ausrichten. Und dazu müsste sich die Europäische Union gar nicht nochmal neu erfinden, meine Damen und Herren. Sie müsste lediglich ihre Selbstbezogenheit überwinden und sie verstärkt auf zwei Kernelemente besinnen. Ich meine die Prinzipien der lebendigen Demokratie sowie der von mir bereits angesprochenen Subsidiarität. Europa sollte, das sagt dieser letzte Aspekt, Europa sollte nur handeln, wenn und soweit die Mitgliedstaaten die Aufgabe nicht hinreichend selbst erfüllen können. Damit ist nicht gesagt, meine Damen und Herren, dass es nicht Politikfelder gibt, bei denen sich eine Zuständigkeit und ein Handeln der Union geradezu aufdrängen. Dazu dürfte derzeit auch die Bewältigung der gegenwärtigen Finanzkrise gehören. Die, ich habe völlig recht, es ist eine Schuldenkrise in erster Linie. Eine Krise der Überschuldung der öffentlichen Haushalte der Staaten der Union. Aber Reglementierungen, wie etwa solche zum Inhalt der Überraschungseier, zum Feuerwehrschutzanzug, zum Gründungsrat der grünen Gurken, zum europäischen Aus der traditionellen Glühbirne oder zur Bezeichnung Apfelwein sowie Festsetzungen von lokalen und regionalen Natur- und Landschaftsschutzgebieten gehören in meinen Augen nicht unbedingt zu den Gemeinschaftsanliegen, die im Grunde nur unitarisch und zentralisiert reglementiert werden sollen. Es sollte daher künftig eher, so meine ich, an einen Umbau, um einen permanenten Ausbau der Union gehen. Ich sagte schon, auf bestimmten Gebieten kann eine Erweiterung der Zuständigkeiten der Union unerlässlich sein. Etwa nach Einführung einer Währungsunion muss man auch für ein angemessenes fiskalpolitisches Instrumentarium der Union sorgen, das zur Sicherung der Währung und damit zur Bewältigung der Schicksalsfragen der Völker Europas unerlässlich ist. Ob man dann jeden Vorschlag akzeptieren kann, auch den gestern unterbreiteten nach der Schaffung eines überdimensionierten, sage ich mal in Anführungsstriche, Währungskommissars, der nationale Haushalte mit all seinem Veto lahmlegen könnte, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das politisch durchsetzbar ist und ich weiß vor allen Dingen nicht, wie man das mit einem der Grundwerte der europäischen Staaten vereinbar halten kann, nämlich mit dem Demokratieprinzip. Auf anderen Politikfeldern könnten dagegen Zuständigkeiten wieder von Brüssel auf die Mitgliedstaaten zurückverlagert werden. Ich sagte es schon, nicht jedes Detail, meine Damen und Herren, etwa des Umwelt-, des Verbraucher- und des Gesundheitsschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes muss zentral in Brüssel geregelt und entschieden werden. Man darf, um diesen Gedanken abzuschließen, meine Damen und Herren, man darf die Europäer nicht überfordern. Weniger kann hier und wird hier ein Mehr sein. Man muss immer wieder daran erinnern, meine Damen und Herren. Es ist die Vielfalt der Traditionen und Regionen, auf der sich die Faszination Europas speist. Es gilt nach wie vor das Motto, das in dem gescheiterten Verfassungsvertrag in der Präambel stand, in Vielfalt geeint, nicht aus Vielfalt geeint, wie es in der Tat der Wahlspruch, sag ich mal, der Vereinigten Staaten von Amerika ist, aber das ist auch ein Bundesstaat. Meine Damen und Herren, lassen Sie mir noch zwei oder drei Minuten, dann komme ich zum Schluss. In politischen Kreisen Deutschlands hört man in den letzten Wochen oder Monaten andere Töne. Die gegenwärtige Finanzkrise, die in der Tat also eine Schuldenkrise ist, jedenfalls vorrangig, müsse, so hört man, ganz genutzt werden für einen ganz großen Integrationssprung, also für die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Das wäre natürlich ein Vorgang, meine Damen und Herren, bei dem sich Deutschland, aber wohl auch die anderen Staaten Europas eine völlig neue Verfassung geben würde. Denn was würde ein europäischer Bundesstaat bedeuten? Er bedeutete, dass wir ein europäisches Bundesparlament bekämen mit einer wahrscheinlich zweiten
Kammer, der Vertretung der Länder, der Mitgliedstaaten. Wir bekämen dann natürlich auch eine europäische Bundesregierung mit einem dann auch natürlich, ist ja klar, europäischen Finanzminister, die dann aber im Parlament abhängig wären und im Parlament verantwortlich wären, vom Parlament gewählt würden. Und natürlich auch mit einer eigenen Budgethoheit der Union des Europäischen Parlaments. Und in diesem Fall müsste sich, ich beziehe das mal jetzt auf Deutschland, müsste sich das deutsche Volk ohne Zweifel eine neue Verfassung geben. Das Grundgesetz gäbe das nach der Rechtsprechung des Hauses, dem ich lange angehört habe, nicht. Dann aber müssen natürlich auch die anderen Völker Europas bereit und willens sein, meine Damen und Herren, einen europäischen Bundesstaat zu gründen. Es gibt ja keinen Sinn, dass Deutschland allein den europäischen Bundesstaat ausruft und dann auch allein den Bundesstaat ausruft. Ich sehe dafür weder in Deutschland noch in Europa die Bereitschaft, meine Damen und Herren, jedenfalls derzeit. Auch fehlen derzeit und auf absehbare Zeit wichtige, ich sage mal empirische Vorbedingungen für eine wirksame, lebendige, demokratische Ordnung staatlichen Zuschnitts auf der europäischen Ebene. Eine Demokratie, so soll sie nicht auf dem Papier stehen, soll sie sich durch Transparenz, durch Lebendigkeit auszeichnen, setzt gewisse empirische empirische Dinge voraus, zum Beispiel ein europäisches Staatsvolk, eine europäische, gesamteuropäische Medienlandschaft, eine gesamteuropäische Parteienlandschaft. Alles Dinge, die jedenfalls derzeit nicht existieren. Und ruft man außerdem in Erinnerung, dass der Vertrag von Lissabon, der ja, also bei dem ja praktisch die Titel noch fast frisch ist, erst vor wenigen Jahren den Subsidiaritätsgrundsatz in der Europäischen Union nicht zuletzt auf Betreiben Deutschlands und seiner Bundesländer, zwar vor allem Erwin Teufel, der ganz massiv für die Ausprägung des Subsidiaritätsgrundsatzes in den Lissabonner Verträgen oder vorher schon im Verfassungsvertrag Wert gelegt hatte. Also wenn man bedenkt, dass vor kurzer Zeit noch das Subsidiaritätsprinzip als das Leitprinzip anerkannt wurde, dann erscheint es mir meines Erachtens noch in der Zeit, darüber nachzudenken, unerlässliche Kompetenzzuwächse etwa im Fiskalbereich durch einen angemessenen Kompetenzabbau auf anderen Politikfeldern auszugleichen, anstatt nunmehr die permanente Vertiefung der Integration zum Ziel Europas zu erklären. Rufe nach einem europäischen Bundesstaat halte ich jedenfalls derzeit in jeder Hinsicht für unangebracht. Dasselbe gilt für die irrige Behauptung, es gäbe nur noch die Alternative, entweder Ausbau eines europäischen Bundesstaates oder Zerfall Europas. Man muss mehr denn je, und damit will ich schließen, meine Damen und Herren, man muss mehr denn je darauf achten, dass Europa nicht an einer, wie es mal ein Kollege von mir ausgedrückt hat, dass Europa nicht an einer Überdimensionierung seiner Staatlichkeit scheitert und dass die damit letztlich ja einhergehenden europafeindlichen Ressentiments von Populisten ausgeschlachtet oder gar angestachelt und damit, meine Damen und Herren, die in der Geschichte dieses Kontinents einmalig positiven politischen, ökonomischen, sozialen und rechtlichen Lebensgrundlagen der Völker Europas, ebenso natürlich des deutschen Volkes wie auch der anderen europäischen Völker, die uns die europäische Integration hier gebracht haben, dass all dies wieder leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden oder wird. Dankeschön.